Frau Hinsen, Sie sind die Direktorin des Erwin-Hümer-Museums Bad Waldsee. Was bieten Sie? Das Erwin-Hümer-Museum erzählt die Kultur- und Technikgeschichte des mobilen Reisenden. Wir sind allerdings kein Firmenmuseum, sondern unser Träger ist die gemeinnützige Erwin-Hümer-Stiftung. In den 30er Jahren, als in Deutschland das Camping begann, mit 1931 wurde das erste Wohnauto Deutschlands gebaut, waren die Alpen der absolute Traumreiseziel. Das war wirklich Abenteuer pur. Wie Sie hier sehen können, haben wir hier im Museum einen Alpenpass und eine Alpenlandschaft dargestellt. Und wenn man sich jetzt so vorstellt, dass man in den 30er Jahren bereits, ich sag mal, über das Stiftser Joch gefahren ist mit den Fahrzeugen, mit den Autos, die man damals natürlich auch hatte, kann man das auch nachempfinden hier im Museum, was für eine Pionierleistung das damals war und was für ein Abenteuer, sich auf diese Reisen zu begeben. Also Sie erfahren hier ganz viel über die Kulturgeschichte, aber auch über Sehnsuchtsorte. Jede Zeit hat so seine eigenen Sehnsuchtsorte gehabt. In der Nachkriegszeit, in den 50er Jahren, war Bella Italia ab in den Süden, war absolutes Traumreiseziel. Aber die Reise geht auch weiter. In den 60er Jahren zum Beispiel war Indien. Man erinnert sich an den Hippie-Trail, als es mit dem Bus nach Indien ging. Wir haben da drüben auch einen alten T1 stehen, der genauso, wie er von seiner letzten Reise zurückgekommen ist, auch hier ausgestellt wird. Mhm.